Dafür muss man zwischen den Zeilen lesen können. Es ist nicht unbedingt ein leichtes, als hochsensible Persönlichkeit durchs Leben zu gehen. Diese Menschen erleben jeden Moment ihres Daseins um ein Vielfaches intensiver und überwältigender als andere. Sie drohen ständig, in der Reizüberflutung unserer lauten Welt zu ertrinken und fühlen sich schnell erschöpft und ausgelaugt. Allerdings darf man ein Leben als hochsensitive Person nicht nur nachteilig betrachten. Diese Menschen sind überdurchschnittlich kreativ und begabt, können ihr Umfeld in Sekundenschnelle einschätzen und wissen einfach mehr, weil sie mehr vom Leben sehen und hören. Wir möchten dir heute 14 Besonderheiten vorstellen, die fast ausschließlich die Personengruppe der Hochsensiblen vorweisen kann. Nummer 1. Neue Bekanntschaften wecken sofort ihre Instinkte. Wenn eine Sache auf Hochtouren funktioniert in der Wahrnehmung der Hochsensiblen, dann ist es ihre Intuition. Eigentlich müsste man es in ihrem Fall schon fast Instinkt nennen. Treffen sie erstmalig auf Menschen, können sie diese im Handumdrehen richtig einschätzen. Nummer 2. Exzessives Nachdenken verkompliziert schnell einfache Dinge. Wer viel mitbekommt von der Welt, muss sich zwangsläufig auch mehr Gedanken über sie machen. Das führt dazu, dass Hochsensible häufig in einem regelrechten Karussell aus verschiedensten Überlegungen enden, das sich immer schneller dreht. Kleinigkeiten werden dann unabsichtlich zu einer großen Sache hochgepusht. Nummer 3. Wir verändern uns ständig. Eine Sache bekommen Hochsensible am eigenen Leib zu spüren und das im Minutentakt. Nichts im irdischen Leben bleibt gleich, alles befindet sich im Fluss. Wer mit geschärften Sinnen durch den Alltag spaziert, weiß besser als jeder andere, dass Beständigkeit eine Illusion ist. Nummer 4. Andere Menschen erscheinen ihnen wie ein exklusiver Club. Hochsensible fühlen sich zeitlebens wie jemand, der nirgends richtig Anschluss findet. Sie spüren seit frühester Kindheit, dass sie anders sind und suchen die Schuld dafür natürlich bei sich. Es dauert oft viele Jahre, bis sie ihr Anderssein definieren und richtig einordnen können. Nummer 5. Es irritiert sie, missverstanden zu werden. Für Menschen, die eindeutig hochsensitive Eigenschaften aufweisen, ist meistens alles klar. Da sie jedes noch so winzige Puzzleteil des Alltags ausmachen können, das jedem anderen Menschen verborgen bleibt, haben sie stets den Überblick. Es irritiert sie daher zutiefst, wenn jemand ihren Gedankensprüngen nicht folgen kann. Nummer 6. Ein zu viel an Möglichkeiten und Erwartungen überfordert sie. Die Hochsensiblen sind chronisch unentschlossen. Sie prüfen jede noch so banale Entscheidung immer mehrfach, weshalb das sich durchringen zu Beschlüssen meistens länger dauert. Sie wägen dabei nämlich nicht nur alle Möglichkeiten ab, sondern auch die Konsequenzen ihrer Wahl. Nummer 7. Existenzielle Fragen dürfen nicht unbeantwortet bleiben. Wer viel nachdenkt, denkt automatisch mehr. Hochsensible können sich stundenlang mit tiefgründigen philosophischen Fragen beschäftigen. Allerdings möchten sie eine Antwort finden. Das bloße Fabulieren und Abschweifen in spekulative Höhen reichen ihnen nicht. Die meisten Hypersensiblen entdecken daher früher oder später auch ihre spirituelle Seite. Nummer 8. Zurückweisung und Ablehnung wiegen schwer. Es steckt nicht umsonst das Wörtchen sensibel in hochsensibel. Diese Personen nehmen jeden Korb persönlich und ein Nein wiegt immer schwer. Da sie alles intensiver empfinden und wahrnehmen, fühlt sich eine Ablehnung für sie an wie ein Schlag ins Gesicht. Nummer 9. Wie es um Beziehungen bestellt ist, spüren sie intuitiv. Man kann einem hochsensiblen Menschen keine Komödie vorspielen. Er wird im Nu erkennen können, ob zwei Menschen einander zugetan sind oder ob sie sich abgrundtief hassen.
Ihre feinen Antennen bemerken jede noch so kleine Erschütterung im zwischenmenschlichen Bereich, von guten Schwingungen ganz zu schweigen. Nummer 10. Kunst, Poesie und Musik berühren Ihr Herz. Was für andere Menschen bloßes Entertainment und einen netten Zeitvertreib darstellt, ist für Hochsensible der pure Genuss in Reinkultur. Die schönen Künste sind für sie ein Lebenselixier, ohne welches ihr Dasein ihnen triste und farblos erscheinen würde. Sie selbst werden auch gerne kreativ und nutzen die Phasen ihres Rückzugs dafür. Nummer 11. Alleinsein ist manchmal die einzige Lösung. Das Allheilmittel, wenn die Welt zu laut und das Leben zu fordernd werden, ist die Einsamkeit. Hochsensible brauchen solche Phasen völliger Isolation von der Menschheit, um ihre Batterien wieder aufladen zu können. Wenn sie Veranstaltungen oder andere Events mit vielen Menschen über sich ergehen lassen mussten, ist ihr Ruhebedürfnis besonders groß. Nummer 12. Erinnerungen sind für immer. Wer hochsensibel ist, ist es mit Haut und Haaren. Diese Menschen verfügen über ein brillantes Gedächtnis, das so schnell nichts vergessen kann, selbst wenn sie es wollten. Allerdings schaffen es die Hypersensiblen ganz gut, sich ihren Erinnerungen selektiv zu stellen. Sie kontrollieren diesen Bereich ihrer Wahrnehmung ziemlich restriktiv, um zumindest einen Bereich vor Reizüberflutung zu schützen. Nummer 13. Liebe bedeutet für sie ganz oder gar nicht. Es kommt nicht alle Tage vor, dass Hochsensible ihre Deckung aufgeben und einem anderen Menschen ihr Herz öffnen. Wenn sie sich jedoch verlieben, dann soll es für immer sein. Sie schauen sich jene Mitmenschen generell gut an, die sie in ihr beschauliches Leben lassen. Potenzielle Partner werden ganz genau unter die Lupe genommen, bevor sie in das Allerheiligste der Hochsensiblen vorgelassen werden. Nummer 14. Schönheit kann atemberaubend sein. Spätestens in diesem Punkt können wir viel von den hochsensiblen Menschen lernen. Eine Blume am Wegesrand oder ein bezaubernder Schmetterling werden ihnen nie entgehen. Sie würdigen alles, was die Schöpfung zu bieten hat, sind aber auch der weltlichen Ästhetik nicht abgeneigt. Unser heutiges Fazit: intensiv, begeisterungsfähig und hoch emotional. Hypersensibilität bringt eine Menge Nachteile mit sich. Das Leben einfach zu nehmen, wie es jeden Tag kommt, ist für hochsensible Menschen ein Ding der Unmöglichkeit. Sie brauchen viel Ruhe und Struktur. Am wichtigsten sind für ihr Wohlbefinden Phasen der völligen Abgeschiedenheit und des Alleinseins. Auf der anderen Seite dieser Medaille aber tummeln sich ein paar Eigenschaften, die mit Gold nicht aufzuwiegen sind. Hochsensible sehen das Schöne in jedem noch so kleinen Detail. Musik, Poesie und die bildenden Künste bewegen sie wie kaum eine andere Sache auf der Welt. Ihre Liebe ist für immer und sie wissen auch, dass Erinnerungen frei nach Jean-Paul das einzige Paradies ist, aus dem wir nie vertrieben werden können. Ihre Intuition ist grenzenlos, ebenso wie ihre Neugier auf die großen Fragen des Lebens. Hochsensibel bedeutet, höchst intensiv und mit allen Sinnen unmittelbar am Puls des Lebens zu sein. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.